Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, also wir sind gerade dabei, den Bekanntheitsstatus von uns zu senken, da wir aktuell von jeder Person irgendwie auf unsere krummen Sachen angesprochen werden. Und das tue ich gleich mal. Das Beste ist, nachdem ich diesen Part aufgenommen habe, habe ich wieder für 2 Wochen meine Ruhe. Ja, es kommen ja nur 3 Parts pro Woche raus. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das ist halt nun mal... Aktuell gibt es halt andere Prioritäten oder Prio 1. Um es mal richtig zu sagen. Haben wir gut gemacht. Es sind allerdings jetzt nur... es sind noch 75% übrig, daher... Am besten noch eins, am besten einen draufsetzen. Da brachte mir doch einer einen Storch. Okay. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Achso, wir müssen diese Familie da. Wir müssen die Familie beschützen, Fragezeichen. Dort sind Lorenzo. Oder umbringen. Und seine Frau. Ich weiß es nicht. Die werden wahrscheinlich von den Borgias attackiert oder so. Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Giuliano, nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb, stirb, stirb! Wahnsinniger, dabei sieht's gar nicht mal so gut aus. Lorenzo, deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschau! Na, warte. Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Stirb! Stirb einfach! Bitte! Ich brauche Hilfe! Okay, der haut jetzt anscheinend ab, aber wir müssen ihn auf jeden Fall noch weiter verteidigen. Das ist ja alles leicht. So. Also ich weiß nicht, irgendwann hat man halt den Trick draußen und dann kann man die alle wundervoll niedermetzeln. Okay, jetzt soll er mich mal angreifen. Weil immer wenn die Hälfte seines Lebens weg ist, kann man den so durch den Konter umhauen. So, beschützt. Hat mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Mir nach. Okay, es scheint hoffentlich nichts mehr zu passieren. Eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Ja, die sind abgelenkt. Francesco de Pazzi! Ich töte ihn! Und sei
meine ganze Familie. Sie werden ausgelöscht. Der dritte ist aber auch wirklich durch. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Oh Mist. Jetzt geht's nochmal so richtig los. Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es. Ich habe nicht vergessen, wie man kriegt. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Und einer weniger. Oh Mann, ich muss mich so sehr aufs Gameplay konzentrieren, da kann man ja kaum reden, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ihr seht ja wenigstens was und ihr hört auch schön die ganzen Sprüche, wie ich werde euch in Stücke reißen und so. So. Oh, okay, das hat schon gereicht. Auch wenn ein paar von denen uns doch unter Beobachtung hatten. Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal größten! Kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld! Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Das tue ich doch immer wieder gerne. So, dann geht's direkt bei denen weiter anscheinend. Und jetzt würde ich mal sagen, kümmern wir uns erstmal hier um den Aussichtspunkt, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Und den Kerl müssen wir umbringen, auch wenn wir den eigentlich schon längst hätten umbringen können. Aber das ist typische Assassin's Creed Logik. Die wollen halt immer wieder, dass man Attentat macht. Ja, bei dieser Session werde ich noch nicht dazu kommen, aber in der nächsten Session, da geht's so richtig los, dann töten wir Francesco Di Pazzi. Okay, das sah zwar gerade cool aus, aber das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte eigentlich dann nach oben. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich mit euch besprechen soll. Ist doch wundervoll. Auf jeden Fall weiß ich eins, da nach oben laufen kann ich komischerweise nicht. So, so klappt es am besten. Auf so eine dumme Art und Weise. Also mir hätte es besser gefallen, wenn es weiter oben wäre, so ein Mittelpunkt von diesem, von dieser Kuppel. Würde ich es beinahe benennen. Wenn ich was zu benennen hätte. Okay, das war gerade mal 90. Ich dachte, wir hätten schon unsere 20 Aussichtspunkte voll, Fragezeichen. Egal, gehen wir als nächstes am besten Geld verprassen. Denn Geld verprassen kann man immer. Und ich habe Lust dazu, Geld zu verprassen. Eventuell ein bisschen unser Repertoire erweitern und hier kriegen wir eine blöde Feder, was auch immer die bringen. Auf jeden Fall sind es diese Sammelgegenstände genauso wie die Flaggen im ersten Teil. Carne, carne fresca! Kommt, Freunde! Was auch immer, Leute! So, Beutel, großer Medizinbeutel. Das reicht ja eigentlich schon. Dann holen wir uns den großen Medizinbeutel.
Und Kleider färben. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Das ist wirklich verprasstes Geld. Interessant. Ich weiß, ich sage relativ oft interessant, was auch an dieser Person liegt, von der ich hoffe, dass sie mich heute anschreibt. Weil ich vermisse sie irgendwie. Ich mach dir keinen Ärger. Na, ja, genug geschwärmt. Den da kennt ich da. Dazu, fass ihn! Warum passiert das eigentlich mit mir? Ja, Mann, nicht unsere letzte Reise. Okay. Am besten gehen wir noch zum Schmied. Vielleicht hat er ja irgendwas. Irgendein neues Schwert eventuell. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, manche Waffen sind zwar wirklich besser als unser aktuelles Schwert, allerdings sind die etwas schwerer zu tragen. Daher, da sollte man immer mit Vorsicht dran gehen. Bei Assassin's Creed Revelations zum Beispiel habe ich das gemacht, eine schwere Waffe zu benutzen, und das hat mich halt unfassbar verlangsamt. Ach, lass mich dich doch umbringen. So. So, jetzt. Und dich... So. So macht es mir doch Spaß, die Leute umzubringen. Indem ich ihre Kehle durchschneide. Nee. Na, warte. So. Machen wir es einfach mal so. So. Legt euch nicht mit mir an, okay? Ich bin gefährlich. Nicht nachlassen! Kämpft! Gebt nicht auf! Alle verrückt, alle verrückt! Tut mir leid, Herr. Ich gehe nicht mehr. Ja, alle verrückt. Ich frage mich, was ich kaufen soll. Gibt es vielleicht auch bessere Waffen? Da gibt es immer was, was uns verschlechtert. Daher kümmern wir uns erstmal um die Rüstung. Ja, kaufen wir einfach am besten mal das. Tja, dann wird dadurch erweitern wir unsere Gesundheit. Ist es nicht schön? Das Glück bleibt unserem Helden treu und spielt er seinen Fluss an. Jesus Christus, zu schnell. Okay, jetzt habe ich zwei von diesen Leuten umgebracht und die bringen mir gar nichts. Wobei, die haben Geld. Die haben Geld. Okay. Nix da, spielt ihr nicht mit eurer blöden Ukulele. Das ist manchmal so nervtötend oder was auch immer das für ein Instrument ist. Das ist... Nee, wir können uns leider nichts mehr leisten. Leider. Schade. Ach Mensch, doch nicht hier einen Zivilisten. Oh nee, der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. So, jetzt müssen wir hier die Markierung wegsetzen. Am besten holen wir uns hier noch den... Ja, entschuldigt, dass ich so wenig Missionsziele erfülle, aber mir ist jetzt aktuell das ja wichtiger. Lassen Sie starke Männer erzittern.
Beschädigung der Rüstung.